Wir zeigen euch unseren Magirus Deutz 170D11. Ein fast 50 Jahre altes Feuerwehrauto, das wir ausgebaut haben, um mit unseren drei Kindern ein Jahr auf Reisen zu gehen. Hallo, willkommen in unserem Wohnzimmer. Ja, was ist das Besondere an unserer Womi-Omi, was uns von vielen Grundrissen unterscheidet? Wir sind eine Familie, zwei Erwachsene, drei Kinder und haben hier einen Grundriss mit 5+2 Schlafplätzen in unserem Auto. Und in zwei geteilten Wohnbereich. Einmal mit einer Sitzgruppe hier vorne, was wir oft als Ess- und Wohnzimmer benutzen, aber auch eine Sitzgruppe im Aufbau, was besonders praktisch ist, wenn man zum Beispiel Homeschooling machen möchte. Und, aber das trifft für viele Exmos wahrscheinlich zu, wir wollten mindestens eine Woche, besser 10 Tage autark für uns allein stehen können. Unsere Box ist auf dem originalen Feuerwehrrahmen mit Dreipunktlagerung und Wippe aufgebaut. Gekauft haben wir dieses Auto mit nichts als einem leeren Koffer. Diesen haben wir in gut einem Jahr zu unserem neuen Zuhause umgebaut. Auf dieser Seite haben wir drei Sitze aus dem Pkw-Bereich mit integrierten Gurten, das war uns wichtig. Und diese sind drehbar, sodass die Kinder auf langen Strecken nach vorne gucken. So, Küche, wichtig, großer Herd. Wir haben 3 Flammen und fast noch wichtiger ist tatsächlich unser Backofen, da wir sehr, sehr viel Brot backen und gerade das macht uns eigentlich so richtig autark. Nicht nur das Wasser, die 300 Liter, sondern wenn man Brot backen kann, kann man ziemlich lang alleine frei stehen. Auch ganz toll sind meine riesen Oberschränke, alle mit Pullocks, fast so groß wie in der normalen Küche. Und ich weiß, dass man im Bau immer wieder diskutiert, mache ich meine Schränke klappbar von oben oder von unten, brauche ich Gasfedern. Wir haben es so gelöst, ganz normal. Hat bisher ein Jahr Offroad-Fahren überstanden, bin ich ganz glücklich mit. Und sehr wichtig, ganz, ganz viele Ablagefächer, um auch Krimskrams zu verstauen. Die Spüle erinnert mich tatsächlich immer an meine Oma, aber ich wollte sie unbedingt hier drin haben. Ist nicht so fancy wie eine super tolle Holzplatte, aber einfach unglaublich praktisch. Durch dieses komplette Edelstahlgefälle kann ich hier was abspülen und lege es einfach nass hier hin und am nächsten Morgen ist es trocken. Und wir hatten schon so viele Fahrzeuge, wo immer irgendwo das Wasser stand oder man es nicht hinstellen konnte. Ich wollte sie haben und ich bin sehr glücklich mit ihr. Drunter nochmal Stauraum, Schubladen. Auch eine Gruselschublade, ganz wichtig. Hier auch nochmal Stauraum unter unserem Tisch. Können wir rausholen. Da sind unsere Notvorräte und Dosen und so weiter alles drin. Ja, und damit haben wir genug Proviant an Bord, um wirklich, wirklich einige Wochen nicht einkaufen zu müssen und auch mal wirklich eine Weile unterwegs zu sein.
kommen wir zum Thema Stauraum, auch ganz wichtig. Wir haben hier einen riesengroßen Kleiderschrank, hier oberhalb vom Kühlschrank nochmal ein Riesenfach und unterhalb vom Kühlschrank, ganz wichtig, meine riesengroße Gemüseschublade, in die ich auch mit Boxen Tonnen von Gemüse und Obst einpacken kann. Das nächste, was mir wichtig war, ist, dass Flaschen Essigöl nicht immer umeinander fallen. Deswegen haben wir einen Flaschenauszug. Durch die zwei Pullocks hält er auch wirklich fest bei jeder Offroad-Fahrt. Und einen sogenannten Wäscheabwurf. Hier in dieser Klappe können wir unsere Wäsche hinunterwerfen. Da ist ein Sack drin. Und dann kann man einfach den Sack rausholen, wenn wir waschen gehen. Und unser Herzstück tatsächlich am Stauraum ist dieser Riesenkleiderschrank. Der hat so eine Tiefe, dass Euroboxen gut reinpassen. Das heißt, wir haben hier auf jeder Seite vier große Euroboxen. Da ist Neopren, Klamotten, Winterjacken und auch ein bisschen noch an Proviant drin. Kriegen wir tatsächlich unglaublich viel rein. Zum Stauraumkonzept gehören auch die beiden großen Dachboxen auf unserem Dachträger. Zusätzlich sorgt der Dachträger bei Hitze für etwas Schatten und deswegen ist es auch eher kühl vorne im Fahrerhaus. Außen haben wir noch diverse Staukästen angebracht und eine Plattform mit Einstiegsleiter für den Koffer und den Unterfahrschutz entsprechend gekürzt, sodass unser Böschungswinkel wieder akzeptabel wurde. Das ist unsere kleine Schaltzentrale. Ist gar nicht viel, nur die Wasserpumpe und hier das Licht vom Wohnraum und die Bedienpanels von unseren zwei Heizungen. Warum haben wir zwei Heizungen? Ursprünglich haben wir das Auto für Südamerika aufgebaut und damit ist Höhe natürlich ein Thema. In der Höhe funktionieren Dieselheizungen, das ist unsere Primärheizung, nämlich nicht mehr vernünftig, die Rusen. Und deshalb haben wir eine Gasheizung als Sekundärheizung und die macht uns dann auch das warme Wasser. Und wenn man sowieso schon Gas an Bord hat, kann man nicht mehr gasfrei bauen, ist klar. Und deshalb ist auch unsere Küche eben mit Gas aufgebaut. Nur der Kühlschrank, das ist ein Kompressorkühlschrank, weil wir festgestellt haben, dass die Absorberkühlschränke bei den hohen Außentemperaturen nicht mehr zuverlässig kühlen oder gefrieren. Ja, und wo bringen wir jetzt 5 Personen oder auch mehr zum Schlafen unter? Zum einen haben wir hinten die 2 Stockbetten der Jungs. Hier vorne über dem Schrank schläft die Vicky, das ist ein Auszugbett, das zeigen wir euch gleich noch. Und wir wollten tatsächlich nicht auf zusammengestückelten Polstern schlafen, hier unten kann man nämlich auch noch umbauen. Das ist aber unser Gästebett geworden. Das ist 1,20 m x 1,90 m, wenn mal Großeltern kommen oder Freunde der Kinder dabei sind. Wir wollten eine zusammenhängende, gute Matratze haben. Und die ist hier oben. Und die können wir absenken. Und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist.
So, jetzt fehlt nur noch das Bett von unserer Kleinen. Das wird hier herausgezogen und kann natürlich auch hier mit dem Netz gesichert werden, dass sie nicht rausfällt. Ich sitze hier auf unseren Frischwassertanks. Wir haben 2x150 Liter dabei und eine Filteranlage, bestehend aus einem Membranfilter und einem Kohlefilter, sodass wir unser Wasser auch direkt trinken können. Dadurch müssen wir keine PET-Flaschen kaufen und das war uns wichtig. Abwasser haben wir nun einen kleinen Tank, 35 Liter. Die Idee war, dass wir den mit Kanistern wegtragen, ist aber in der Praxis etwas zu klein, deswegen werden wir den noch vergrößern. Wichtig ist noch, wir haben eine Trockentrenntoilette, das heißt, das Pipi geht in einen separaten Tank, da haben wir einen 23 Liter Rollcontainer und die feste Materie der Trenntoilette entsorgen wir über Beutel in Mülleimer. Jetzt zeige ich euch noch unsere Bordelektrik. Wir haben die hier verbaut. Auf dieser Seite, Fahrerseite, sind die Fahrzeugbatterien und drüber ist die ganze Verteilung. Und auf dieser Seite sind die Bordbatterien für den Aufbau. Wir haben uns entschieden, auch im Aufbau 24 Volt zu nehmen, damit wir uns im Zweifelsfall selber Starthilfe geben können. Natürlich sind sehr viele 12-Volt-Geräte verbaut und das macht hier ein DC-DC-Wandler uns die Spannung hinten auch auf 12 Volt. Geladen werden unsere Batterien einerseits durchs Fahren über einen Batterie-zu-Batterielader. Dann haben wir 400 Watt Solarpanels auf dem Dach. Und die dritte Möglichkeit ist über 230 Volt Landanschluss und über ein ganz normales Ladegerät, das hier in der Mitte verbaut ist. So, jetzt kennt ihr unser Auto ein bisschen genauer, mit dem wir jetzt ein Jahr auf Reisen schon waren. Wenn euch das interessiert, schaut euch doch die Filme an, wo wir überall lang gefahren sind und wie das so ist mit drei Kindern unterwegs. Findet ihr alles auf YouTube und unserem Kanal Staubteufelchen. Und es gibt eine Zusammenfassung. Ein toller Kinofilm ist entstanden und den findet ihr auf der Plattform Vimeo unter dem Titel Sehnsucht Sahara. Den Link findet ihr auch direkt hier unterhalb.